Tja, Bosskampf und Kampf der Bestie zugleich. Wir müssen uns jetzt gegen einen eigentlichen Freund entgegensetzen, ganz einfach. Jar Jara hat 8000 Lebenspunkte, also Ifrit. Und das Sinnvollste ist natürlich, Shiva zu benutzen. Erster Einsatz. Das allererste, was wir machen sollten, ist Ex Feuer auf uns. Weil Ifrit wird jetzt seine super tolle Ekstase gleich benutzen. Und das macht natürlich ein bisschen Schaden an uns. So. Und dadurch, dass wir das jetzt umgangen sind, ja, macht das Ding 0 und unser Ekstase-Leiste wird voll sein. Das heißt, er frisst jetzt gleich einen kompletten Diamantensturm. Oder Staub. Immun. Zumindest ist sie fast voll. Na gut. Aber im Grunde reicht es auch, wenn wir ihn einfach mit Eisrad zu Tode boxen und fertig. Der zweite Kampf, da wird er Valfaris gegen uns schicken. Und da können wir natürlich gleich mal unsere komplett neue Bestie ausprobieren. Ich meine, ich habe mit Ifrit schon, oder mit Bahamut schon ein bisschen was gemacht, weil war halt nützlich, sag ich mal, ne? Jeden Mob One-Hitten war schon cool. It's not over yet. So, natürlich Bahamut. Er hat natürlich seine Ekstase, ist schon voll. Ich denke mal, wir geben ihm ein, zwei Hits, je nachdem, wie viel Schaden wir machen. Und dann haben wir mit Mega Flare vor die Ohren, dann war's das. Wir können Bahamut nämlich sowieso nicht benutzen im nächsten Kampf. Gucken wir einfach mal, was für einen Schaden wir machen. 1700. Aber dies hat 1200. Stimmt, Bahamut ist der erste, die erste Bestie, die über 10.000 AP Schaden machen kann. Hätten wir uns also sparen können, hätten ihn instant umpusten können, aber na gut. Das war's. Jetzt kommt die harte Nuss. Bahamut. Im Grunde ist der Kampf auch ganz einfach. Ne? Wir werden mit, ich denke mal, ich fange mit Ifrit an. Und wir werden ihn einfach kaputt boxen. Irgendwie versuchen. Und einfach alle Bestien benutzen, die da sind. Wir haben 4 Stück, also 20.000 Leben ist nicht viel. I cannot let you pass. Ja, Schnauze dann. Fangen wir mit Ifrit an. Schaden. Countdown, ja, genau, da zählt das ewig lange runter. Deswegen können wir ihm so richtig viel vor die Fanatz hauen direkt. Den Kampf kannst du theoretisch gar nicht verlieren. Wenn du einfach mal nur draufhaust. So, nächste Runde kriegen wir das Mega Flare ab. Man könnte versuchen, mit sanfte Tour zu umgehen, aber ich glaube, der Schaden ist so hoch, dass du selbst dann umkippst, also. Gucken wir uns jetzt doch ein paar Mal an hier, das Ganze.
wir hätten es überlebt. Tatsächlich. 2100 Schaden ist nicht viel, nee. Dafür, dass er fast 2000 Life hat. Könnte man mit X ja mal probieren. Wir haben noch ein paar Mal den Mut herkommen. Ich hab Blitzgaul. Countdown 5. Da ist schon im Low Level, im Low HP Bereich, Low Level, im Low HP Bereich. Um die 5k. Ein Viertel von seiner HP kommt dorthin. Werden wir gleich merken. Hätte ich nicht sein. Wobei, drei Hits sind ja schon fast 6000 Life. Probieren wir es doch mal. Wir haben noch ein paar Bestien zum Opfern, hätte ich fast gesagt. Von Apfelwert, das kannst du den einfach zu Tode schnitzeln. Rein theoretisch wäre er jetzt stundenlang nicht dran, aber das ist ja irrelevant hier scheinbar. Also hätten wir Ifrit gar nicht mal opfern müssen in dem Sinne. Gut, ich habe auch sehr viel gelevelt, ne? Zwischendurch. Bin ja bald im letzten Kreis, dann kommt der Level 3 Sphero-Stop und dann geht gar nichts mehr. So, das war im Grunde der Kampf. Da waren die ersten zwei interessanter als der erste.